Okay, also. Gucken wir doch mal, wie wir das machen müssen. Das wäre natürlich schön, wenn ich das dann jetzt rauskriege. Oh boy. Dieses scheiß Ding, ne? Das nervt mich ja mal total. Also, ich könnte wahrscheinlich auch Munition benutzen, aber da ich nicht so unfassbar viel Munition besitze, muss ich gucken, dass ich das vielleicht irgendwie anders regle. Ich meine, man kriegt hier sogar auch Munition drin. Das heißt, ich meine, man kann da auch gegenschießen. Frage ist nur, ey, komm, ey, komm, 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 komm. Du, dummes Stück Scheiße. Also, da werde ich auf jeden Fall nicht schießen. Ich weiß, dass ich das hinkriege ohne Probleme im Endeffekt. Weißt du? Ohne Probleme. Ist doch ein Stück Scheiße. Ja, du warst doch schon ganz schön nah dran. Komm schon, du Schnitzel. Komm schon, viel mehr brauchst du nicht. Viel mehr brauchst du nicht. Come on. Come on. Ich hasse und verachte dich. Komm schon, wo ist das Problem? Komm, wir haben das schon einmal geschafft. Hä? Okay. Dann nimmt ihr ordentlich Schwung auf. Okay. Wenn ich dich dagegen schieße, bringt das nichts. Das weiß ich schon. Da bin ich mir durchaus sicher, weil ich habe das ja auch schon versucht. Ich meine, wir haben es ja auch schon versucht, das irgendwie so zu machen. Das heißt, ich muss gucken. Vielleicht. Warten wir mal. Nein. Ah. Nochmal. Falsch. Ich werde erstmal Munition herstellen. Die letzte Munition für mich. Nice. Oh, fuck. Ja! Gucken wir doch mal, was da drin ist. Ew. Oh Gott, das sieht schon ekelhaft aus. Ein blaues Auge? Aha, kombinierbar. Ha. Ich kann es im Moment nicht kombinieren. Und das ist doch, glaube ich, das Erste, was auch kombinierbar ist mit irgendwas. Also. Okay, dann haben wir das auch schon gerödelt, ja. Gelöst. So. Ja, irgendwie höre ich gerade die ganze Zeit diese komischen fliegenden Viecher über mir. Was? Was? Oh Gott, nee! Nee, 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 nee! Bei sowas mache ich nicht mit! Nee, 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 nee! Das, nee! Nee, 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 nee! Da oben? Okay. Aber nee, bei, nee. Da, nee, 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 nee. Gott. Bist du eingeschlafen? Der ist am Schlaf. Okay, kann man machen, kann man machen. Okay. Ich speichere jetzt erstmal. Hab ich jetzt gespeichert oder nicht? Ja, habe ich. Okay.
See, there you are. In ihr Kleid gepupst. Pup. Okay. Du. Also, das finde ich echt nicht lustig. Was? Wie kam das überhaupt da rein? Dies ekelhafte Fliegevieh. Ich hör's zumindest nicht mehr. Ach Gott, ja. Also, halten wir mal fest. Wir haben das komische Fliegevieh. Aus irgendeinem Grund ist es jetzt weg. Das war wahrscheinlich, sollte anscheinend gar nicht sein, dass es da ist. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es nicht sein sollte. Aber gut. Genau, ich habe oben übrigens, ja, unten tatsächlich Munition gefunden. Scharfschützenmunition. Die war unten in der Kiste drin, bei dem Rätsel. Das fand ich sehr, sehr schön. Das heißt nämlich, ich kann jetzt hier ein bisschen mitschießen, wenn ich möchte. Und ansonsten hat sich eigentlich nicht wirklich großartig was getan. Ich habe ja noch ein bisschen Heilung, aber kann man nochmal kurz craften. Ansonsten müssen wir kurz gucken, was ich jetzt machen muss. Also ich habe noch einen Dietrich, der da hinten ist. Aber beim letzten Mal, als ich da hin wollte, da kam mir hier diese olle Cassandra entgegen. Also, nein. Was haben wir denn noch jetzt eigentlich so für offene Möglichkeiten? Nach oben. Und im Konzertsaal gibt es auch noch eine Möglichkeit, um was aufzumachen. Würde ich tatsächlich am liebsten hin. Achso, du. Wo bist du? Achso, da, okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt mal nach oben kommen. Oder ob Cassandra immer noch da rumäumelt und Stress macht. Nein, Cassandra? Nein. Nein, 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 nein. Play with me some more. Ich will ganz und gar nicht mit dir spielen. Lass mich da wieder ran. Ich habe kein Interesse mit dir zu spielen, um ehrlich zu sein. Ich will einfach nur... Okay, hier kann ich hin und dann geht's irgendwo anders hin. Hier kann Cassandra anscheinend nicht rein, was gut ist. Ein Silberring. Kombinierbar. Oh. Aha. Sehr wertvoll. Okay. Hier haben wir dann Maske der Verzückung. Ah, fuck. Ja gut, hätte ich mit rechnen können, hätte ich mit rechnen können. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch dieser Weg hier. Oh. Das wäre jetzt schön für so einen Jumpscare eigentlich, wenn dann hier jetzt irgendwie so ein komisches Kackviech mit Flügeln auftaucht, weil es einfach so hier dran so und gut ist. Das hätte was. Ah, please no. Please no, please no, please no, please no. Alles nur das nicht. Ich merke Munition. Eine Kiste mit Munition. Mein Inventar ist voll. Das ist nicht gut. Ja, dann schließe ich mein Inventar, lasse die erstmal da liegen.
Eine Tür, die wahrscheinlich aufgeht, wenn ich dahin möchte und Cassandra kommt. I was worried my sisters had gotten too fast. Ah, hier. Hi, Cassandra. Ah, ich brauche eine Rohrbombe, glaube ich. Nicht schnell zu Griff. Hier, Cassandra. Gönn dir. You've ruined the hunt. Nee, nee. Ich hab die Hand nicht ruiniert. Ihr habt die Hand ruiniert. Alles zu... Cassandra, hör auf. Nein. Weg mit dir. Du olle Drecknudel. Nee, 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 nee. Eieiei. Ulala, weg. Ey, warte mal. Das sind dann 3 von 3. Das ist gut. Oh Gott. Hätte ich das auch so irgendwie aufmachen können? You're done. Du bist dann. Aber in keiner guten Weise. Oh, nee. Alles nur das nicht, Cassandra. Ich kann vieles akzeptieren, aber das nicht. No! No! It's a lie! Don't the make cake me is a pie! Angry. You will not get away! You're my prey, Ma! Crazy witch! Yay! Noch ein Torso! Okay. Rohrbombe, Rohrbombe. Dietrich. Jagdtrophäe? Okay, da hinten ist aufgegangen. Spannend. Okay, die Tür ist jetzt nicht aufgegangen. Man hätte es vermuten können unter Umständen. Aber sie ist zumindest durchgekommen. Damit lag ich richtig. Dahin. Okay. Ja, nur noch 2 Schuss mit der Schrotflinte, das gefällt mir nicht. Aber zumindest haben wir jetzt keine von den schrecklichen Tanten mehr. Das ist schon mal ganz gut eigentlich. Gefällt mir. Ach, die Jacke. Nee. Warte mal. Jagdtrophäe. Da. Dachte ich mir. Was? Nein. Nein. Ja, damit. Da. Kann man das jetzt irgendwie als Sodomie oder sowas abstempeln? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Mann. Leute, ich will da nicht raus. Ich will da nicht raus. Die olle Tante ist doch jetzt richtig hart abgefuckt. Die hat doch richtig keinen Bock mehr. Bitte sei nicht da, bitte sei nicht da, bitte sei nicht da. Oh boy. Ob die das von Cassandra schon weiß? Oh, scheiße. So, ich muss aber ganz kurz gucken. Und zwar, ich habe dies. Das heißt, mein nächster Weg geht im Endeffekt straight in Richtung... Dach. Und zwar muss ich da ja die letzte Maske herholen. Okay. Aber da wir jetzt erstmal keine eulen Insektentanten mehr da haben. The entire bloodline of House Domitresque is done in by the likes of you. Tut mir leid. Ich hatte keine andere Wahl. Was wollte ich denn machen? Ach genau. Aha, aha. Psst.
Soll doch nicht wissen, dass ich hier bin. So, jetzt gehen wir mal dahin. The entire bloodline of House Domitresk is done in by the likes of you. Ja. Und womit? Mit Recht. Also eigentlich mit Feuerkraft, aber das auch. Bitte. Yes. Kommt die hier hin? Glaub nicht, dass die herkommt. Oh Gott! Oh, ficken! Ich glaube doch, dass die herkommt. Scheiße. Hi! Ein bisschen Obst? Oh Gott! Ah. Okay. Nächster Stopp wäre dann Konzertsaal. Weil beim Konzertsaal habe ich auch noch ein Dietrich-Gedönse da. Und dann können wir im Endeffekt nach oben wandern. Wo ist denn dies? Achso, die Mauer zum Kaputtmachen. Ah, okay. Ja, genau. Jetzt geht's erstmal Richtung Konzertsaal. Da wissen wir auch relativ schnell, wie es hingeht. Das ist ja kein großes Problem. Und wir müssen uns ja eigentlich auch nicht mehr wirklich vor irgendwas anderem fürchten. Eigentlich nur vor den ganzen anderen kleinen Kackviechern. Aber das ist schon okay. Hallöchen! Hi! Alles fresh? Ich glaube schon. Ich hoffe, es seid nur ihr und nicht auch die fliegenden Viecher. Das wäre doof. So. Oh Gott! Wieso sind die hier? Wieso sind die hier? Baggen die sich irgendwie durch die Wand oder was ist da los? Fuck. Ich glaube, die baggen sich durch die Wand. Ich glaube echt, die baggen sich durch... Ja! Ja, leck mich doch! Ihr könnt mich mal! Arschgeigen! Ich habe keine Ahnung, was ich aufgesammelt habe, aber ich will die auch einfach erstmal nur weg. Ich will sofort zum Duke. Duke ist der Einzige, der mich versteht. Verdammte Scheiße. Alter, okay, gucken wir erstmal. Was haben wir aufgesammelt? Das kommt erstmal dahin. Das drehen wir mal. Zack. Passt schon. So. Was war das? Waren das Metallteile oder war das was anderes Wichtiges? Ich hab's nicht gesehen. Echt nicht. Fuck. Das ist ein bisschen doof. Hier auch nicht. Die Schatzkarte ist doch jetzt auch unwichtig, oder? Naja. Duke, hast du eine Ahnung? As you wish. Es wäre schön, wenn er eine Ahnung hätte. Ich würde es am liebsten wissen, was das war. I've procured some new items for you, Mr. Till next we meet. Ein paar neue Items? Yes, yes. Sieht nicht so wirklich danach aus.
sind eigentlich die gleichen. Wie sonst auch. Hier auch. Und das ist einfach nur das, was ich verkaufen kann, du Saftnase, ey. Ja du, machen wir doch mal hier. Wir haben nochmal 2 Kristallschädel bekommen. Weg damit. Bits and bobs. Was? I see. Zack. 8000. 12000. Ui. Das ist ja nice. Behalten wir aber erstmal. I look forward to seeing the fruits of your exploration. Du, sag mal, Duke, bist du nicht so ein bisschen... Hast du nicht Angst? Ich meine, wenn ich jetzt die Tür aufmache, was passiert? Nehme ich! Hast du es gesehen, Duke? Ich bin cool, oder? Hi. Kommt ihr auch hier hin? Ach Gott, nein. Lady D, könntest du die eventuell... Warte mal. Kann man ihr den Hut runterschießen? Ich muss es versuchen, Leute. Ich muss es versuchen. Ha. Ich muss jetzt mal hier hin, damit ich diese Viecher irgendwie zu mir locken kann. Oh, fuck. Nein! Nein, jetzt nehmen wir doch einfach mal das Geld durch die Wand. Ich sag nicht nein, Leute. Ich sag nicht nein. Ich bin da ja sehr offen, ne? Munition könnte ich... kann ich leider nicht herstellen. Schade. Das heißt, da bin ich gerade ein bisschen sehr, sehr knapp bemessen eigentlich. Vielleicht erwische ich ja gleich einen hiermit. Wo ist denn der letzte? Aha. Ah, fuck, sie hat mich bemerkt. Okay, wir warten kurz, bis sie da weg ist. Dann wandern wir... Okay, dann wandern wir mal nach oben, würde ich sagen. Aber erstmal... Saven. Dann wandern wir nämlich mal nach oben, beziehungsweise gucken mal. Wie ist denn das jetzt mit dir? Kommst du da raus? Kommst du da nicht raus? Ich kann es schwer einschätzen. Wie habe ich das überhaupt geschafft, euch zu verbuggen? Das Problem ist, ich glaube, die kommen generell irgendwie so durch alle möglichen Bereiche dann auch wieder durch. Na du, sollen sie. Sollen sie einfach mal. Ich habe nichts dagegen, solange die mir nicht irgendwie auf den Sack gehen oder sowas. Ich habe gesagt, solange ihr mir nicht auf den Sack geht, dann ist das okay. Verdammte Scheiße. Okay, dann müssen wir jetzt mal hier oben hin. Das machen wir doch jetzt mal. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal nach hier oben hin, schauen uns mal oben, aua, auf den Schlossdächern um. Wenn das wirklich die, wenn das zum Beispiel jetzt die von oben sein sollten, dann habe ich die ja schon mehr oder weniger getriggert und 2 schon tot. Das ist ja schon mal ganz knorke. Oh! Leute, ich bin ein wenig verwundert. Wenn ihr hier jetzt was macht, ne? Aha. Kann euch also wehtun. Also könnt ihr mir wahrscheinlich auch wehtun, oder? Ah ja, könnt ihr. Ist sie tot? Oh Gott. Was? Hört doch mal auf, meine Moves irgendwie auszuweichen, ihr verdammten Schatten... Viecher, whatever. Ach komm, wisst ihr was, ich geh raus.
Darauf habe ich doch keine Lust. Die hängen jetzt einfach in der Wand fest. Und der kann auf jeden Fall nichts machen. Das ist okay. Ist okay. Solange aber wenn jemand anderes kommt, der was mit mir anstellen kann, ist doof. Haben wir hier was? Ah. Aha. Hör auf, dich zu bewegen. Unfair. Verdammt nochmal. Oh. Nice. Ich mag die Knifte jetzt schon. Gesehen. Ja, und doch bestimmt noch ein paar mehr, oder? Ah, warte mal. Bestimmt kann ich doch jetzt auch so eine dämliche Kackziege erwischen, oder? Die wird doch bestimmt irgendwo hier sein. Na, egal. Wir gehen erstmal weiter. Schnauze. Ja, du hängst da sowieso fest. Du kommst hier eh nicht weiter. Was denn hier hinten? Eine Chemikalie. Oh. Ich habe da so eine Ahnung. Lass mich mal kurz gucken. Ja, dachte ich mir doch. Das ist ein Shortcut. Den nehmen wir mal eben. Damit wir den auf jeden Fall sicher fest haben hier. Gucken uns dabei mal so ein bisschen um. Und jetzt sind wir nämlich hier unten im Empfangsraum, in der Empfangshalle. Genau, wo wir am Anfang reingekommen sind. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Einfach nur, damit wir den schon mal irgendwie haben. Das finde ich nämlich immer ganz schön, wenn wir solche Sachen auf jeden Fall haben. Das ist immer ganz toll. Und zu Shortcuts oder sowas sage ich ja sowieso nicht nein, ne? Gut, unsere Munition neigt sich nach wie vor dem Ende. Aber wir sehen die Dinge positiv und versuchen das Beste draus... Oh Gott! Das Beste draus zu machen. In dein Gesicht, Junge. Du siehst schon ziemlich... Oh, boy! Das ist aber ein dezent großes Schätzchen, was ich da bekomme. Da war auch noch was. Eine Chemikalie, das ist natürlich schön. Nehme ich. Okay, da ist noch einer. Fliegt da rum. Keine Ahnung, ob der mir hier entgegenkommen wird. Gerade irgendwie nie. Ist doof, dass ich jetzt deinen Schatz nicht einsammeln kann. Aber das akzeptiert. Fuck! Ich dachte, ich bin cool und krieg den jetzt. Kannst du herkommen? Du bist mir viel zu wild. Drecksack? Was? ...1200. Nice. Siehst du, ich bin so ein krasser Ficker. Ich muss nicht mal Scope benutzen. Okay, jetzt benutze ich es gerade. Du lebst nicht mehr, also hör auf zu schreien. Du brauchst auch gar nicht so tun. Wäre cool zu wissen, was der andere gedroppt hatte. Da bist du verreckt. Was hast du denn für mich? Rostige Reste. Ich meine, ich sag nicht nein.
Ist immer schön, sowas zu haben, weil dadurch kann ich Munition herstellen, aber... You know... Geld oder Schätze wären auch ganz cool gewesen. Diese Musik, die geht voll in die Ohren, ey. Geld. Haben wir hier noch irgendwo einen rumhocken? Bestimmt. Hier hockt doch locker noch einer rum. Ich meine, wir haben immer noch unseren Freund da unten, glaube ich. Der wird auch wahrscheinlich erstmal nicht wegkommen. So, warte mal, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz gucken. Ich bin... Hier unten bin ich nicht gewesen. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Das ist natürlich doof. Ich bin da ja mehr oder weniger entlang gelatscht, habe mich aber dann für diesen Weg entschieden. Aber ich habe da ja immer noch diesen anderen kleinen Extragang. Ich wollte einfach erst ins Dunkle rein. Das Dunkle, das sah ein bisschen... Weiß ich, ein bisschen sicherer aus. Hat sich natürlich jetzt nicht als sicher rausgestellt, aber scheiß drauf. Haben wir noch ein bisschen Lay oder Lai oder whatever? Und wir haben das noch. Ist natürlich schön. I like. Ja, gut. Dann können wir doch da oben weiter. Das ist gut, das. Wieso habe ich gerade was gehört? Wie geht's eigentlich dem hier? Der ist weg! Oh Gott, die... diese Musik, die ist echt ein bisschen ohrenbetäubend. Also die ist sehr, 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 sehr quietschig, ey. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf, aber ich sage es euch. Gut. Hoffen wir einfach mal, dass wir eventuell... bald wieder einen neuen Safe Room kriegen. Ich würde es feiern. Dann würde ich nämlich den Party beenden. Könnte ich das nämlich machen. Und... könnte mir erstmal eine kleine Pause gönnen. Die ganze Zeit reden ist halt, ne? Auf Dauer ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn man so ein asoziales Arschloch ist wie ich. Der eigentlich ungern viel redet. Okay. Scharfschützenmunition nehme ich. Ich bin immer noch der Meinung, irgendwo hier wird sich doch so eine dämliche Ziege verstecken. Man muss sie nur finden. Da sehe ich aber noch was. Das muss ich mir gleich holen. Keine Ahnung, wenn ihr hier irgendwo eine Ziege seht, ne, dann sagt da mir mal Bescheid. Nochmal Scharfschützenmunition. Ich mag Scharfschützenmunition. Ich sag's wie es ist, Leute. Ich sag's wie es ist. I'm a simple man. Ich sehe Scharfschützenmunition. Ich nehme. Fuck, jetzt. Ich bin so schnell, ich guck mir nicht mehr an, was es ist. Achso, ja, Kristallfragment. Hätte ich mir denken können. Diese Dinger waren bisher immer Kristallfragmente, wenn ich mich jetzt nicht geirrt habe. Aber ich sag mal so, das Schöne ist, man kann zumindest schon mal sehen, wenn ein Item wirklich wichtig ist oder nicht. Beziehungsweise ob ein Item wirklich wichtig ist oder nicht. Weil... Hast du gut gemacht, Ethan. Weil dann sieht man nämlich, dass es kombinierbar ist. Und das ist schon mal gut. Hier geht's dann nach unten. Okay. Von dieser Seite irgendwelche Ziegen? Na, keine Ahnung. Dann würde ich doch sagen, grab ich mir mal den Shit. Maske des Zorns. Okay. I should be able to get out with these. Ah, das Problem ist nur, es gibt da immer noch ein... Girl, was leider etwas dagegen hat, wenn ich entkomme, glaube ich. Und
Das Girl ist, glaube ich, über 3 Meter groß. Und hat, glaube ich, generell keinen Bock drauf, mit mir irgendwie irgendwelche Faxen zu machen. Okay, gucken wir uns noch mal ganz kurz die Karte an. Glockenturm, Turm des Zorns. Ganz oben im Turm war ich nicht. Aber das ist ein Bereich. Komme ich da noch hin? Ich möchte immer noch mal kurz bei Lady Dimitrescu irgendwie da vorne rangucken. Das finde ich immer noch ein bisschen, you know. Und was mich auch noch so ein kleines bisschen stört, um ehrlich zu sein, sind generell die Bereiche, in denen es noch rot ist aktuell, you know? Like this und this. Heißt das in den Bereichen, wenn es nämlich zum Beispiel ist wie in anderen Resident Evil Teilen zum Beispiel, dann heißt es, dass in den Bereichen sich noch Items befinden. Im Innenhof zum Beispiel oder hier im Empfangszimmer irgendwo oder da. Im Speisezimmer. Ich würde es am liebsten eigentlich ausprobieren und gucken, ob ich da noch irgendwo Items finde oder nicht. Aber ich glaube, das würde ich dann im nächsten Part machen. Würde wahrscheinlich rumrennen, mir das angucken, gucken, ob ich was finde und währenddessen die Aufnahme laufen lassen und das dann einfach zusammenschneiden. Damit wir auf gar keinen Fall irgendwie Sachen verpassen hier. Ich meine, das mache ich natürlich jetzt im Schloss, aber habe ich im Dorf nicht gemacht. Heißt im Endeffekt das auch im Verköstigungszimmer. Da unten habe ich auch immer noch so eine Tür, die ist immer noch nicht offen. Und auch hier in diesem Bereich. Wisst ihr, das ist halt irgendwie... Das stört mich. Weil hier steht halt zum Beispiel, wird durchsucht. Vollständig erkundet. Es stört mich, Leute. Es stört mich. Deswegen würde ich ehrlich gesagt gucken, dass ich das dann nochmal eventuell mache... In einem gesonderten Part, aber du, jetzt gucken wir erstmal, dass wir nach unten gehen. Vielleicht erstmal beim Duke vorbeischauen, eine Runde speichern und gucken, dass wir vielleicht noch irgendwie was, keine Ahnung, kaufen. Kaufen würde ich bei ihm eher weniger was. Also mehr oder weniger weniger. Es wird gespeichert. Wenn gespeichert wird, ist das nie ein gutes Zeichen, Leute. Stupid man thing! You won't live long, even if you run! Von wegen. Wer hat's gezeigt? A fresh belly. You're finished. Von wegen einem Finish. Kannst mich mal. You're finished. Habe ich keine Heilung mehr? Ich habe Heilung. Okay, wir schauen jetzt erstmal beim Duke vorbei. Moin! I've expanded my services. Please, come take a look. Das ist schön, dass du das gemacht hast. Das, you wish to make a purchase? Ja, lass mich reden. Das finde ich super toll. 10.000! I've gotten some new stock. Ich kann keine Heilung kaufen. Das kotzt mich an. Das kotzt mich an. Aber ich könnte einen Zusatzkoffer kaufen. Machen wir. God created man's back to carry burdens, but to think you want to pile on even more. So. Ich glaube, den hier können wir nicht mehr wirklich großartig woanders ranpacken, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auch erstmal gucken, dass ich save. Let me know if you find anything else of value. Jo, gerne. Und wie gesagt, ich werde dann beim nächsten Mal erstmal ein bisschen was laufen lassen und dabei ein bisschen durch die Gegend gehen, gucken, dass ich vielleicht das eine oder andere... Uiuiui, ist aber ordentlich Platz. Vielleicht noch das eine oder andere irgendwie an Stuff finde. Weil, wie gesagt, allein die Tatsache, dass da steht, wird durchsucht, das ist halt, es kotzt mich so ein bisschen an. Ich mag es nicht, wenn ich
nicht genau 100% die Sachen irgendwie durchsucht habe. Ich weiß, geht so ein bisschen entgegen dem, was ich da im Dorf und so weiter alles hatte, weil da habe ich auch noch nicht alles durchsucht. Aber da kommen wir vermutlich nochmal wieder hin. Ich hoffe es zumindest. Wäre schön. Aber nun gut. Bis dahin würde ich erst einmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.